In diesem Video möchte ich euch weitere wichtige Befehle zeigen, die ihr zum Spieleprogrammieren braucht, und zwar hier aus der linken Auswahl hier oben. Fangen wir mal mit dem Aussehen oben an. Ihr könnt nämlich während des Spiels oder während das Programm läuft das Aussehen des Objekts ändern. Dazu geht ihr hier erstmal oben auf Kostüme. Bisher hat er nur eins. Ich kann aber hier oben neues Kostüm importieren und mir jetzt hier aus verschiedenen Kategorien ein neues Aussehen wählen. Ich kann natürlich auch selber was malen oder was aufnehmen, das geht auch. Mir ist jetzt egal welches, ich nehme einfach das, was angeklickt ist. Das kann ich jetzt natürlich auch bearbeiten, das ist mir wieder zu groß. So, und genau wie ich jetzt, wenn ihr mal hier hinten guckt auf dem Bildschirm, wenn ich hier vorne wechsle, ändert er auch sein Aussehen. Und das kann ich jetzt auch im Programm bestimmen, indem ich einfach sage, er soll ein bestimmtes Kostüm am Anfang anziehen, dann soll er, was weiß ich, für 2 Sekunden Hallo sagen und dann soll er ein anderes Kostüm anziehen. So, mal gucken, was er tut. Und das hat er auch genauso gemacht. Also wieder, ich gebe die Reihenfolge an, ich sage ihm genau, was er zu tun hat und er führt es der Reihe nach aus. Jetzt habt ihr auch gleich gesehen, wie ihr ihn etwas sagen lassen könnt hier auf dem Bildschirm, nämlich einfach, indem ihr hier jetzt zum Beispiel auch den Text ändert. Das ging ja natürlich auch. Da müsst ihr diese verschiedenen Schaltflächen einfach mal ausprobieren. Wichtig sind hier unten vielleicht noch diese Zeige dich und verstecke dich, weil ich kann Ihnen das jetzt zeigen lassen. Oder ich kann überhaupt das Objekt sichtbar machen und am Ende kann ich es dann wieder unsichtbar machen. Und jetzt ist es ganz weg. Wenn ich jetzt wieder starte, dann zeigt er sich wieder, wechselt das Kostüm. Das Wechseln sieht man jetzt nicht, weil er sich direkt versteckt. Ich müsste jetzt hier zwischen den beiden wieder ein Warte einfügen, dann würdet ihr das sehen. Gut, ich hoffe, dass ihr euch klar ist, was man mit dieser Schaltfläche Aussehen hier oben machen kann. Gehen wir direkt zur nächsten. Da könnt ihr Klänge abspielen. Ihr könnt entweder selber hier einen Klang aufnehmen. Da ist jetzt eine Aufnahme oder ihr sagt, geht hier auf Aufnehmen, dann öffnet sich so ein kleines Fenster. Und wenn ihr jetzt hier auf Klangaufnahme auf den roten Punkt geht, dann könnt ihr sagen, dies ist ein Test. Fertig. Das ist jetzt die zweite Aufnahme, die ich abspielen will. Ich hatte vorher schon mal einen Test gemacht und jetzt kann ich hoch. So, jetzt habe ich es wieder zusammengespielt. Jetzt möchte ich nicht Aufnahme 1 abspielen, sondern ich kann jetzt hier anklicken. Ich möchte Aufnahme 2 abspielen. Also, er soll sich zeigen, er soll das Kostüm wechseln zu dieser Fledermaus. Er soll für 2 Sekunden Hallo sagen, dann soll er das Kostüm wieder wechseln. Dann soll er einen Klang abspielen und dann soll er sich verstecken. Mal gucken, ob er das tut. Wunderbar, genau das hat er gemacht. Und ihr könnt, anstatt hier so einen bestimmten Klang abspielen zu lassen, könnt ihr auch einfach sagen, ihr wollt ein bestimmtes Instrument auswählen. Hier zum Beispiel. Hier habt ihr eine ganze Liste von verschiedenen Instrumenten. Ich möchte jetzt das Cembalo spielen. Und dann könnt ihr sagen, welche Note ihr für welchen Zeitraum spielen wollt. Mal gucken. Jetzt hat er diesen Ton gespielt. Dafür muss man natürlich ein bisschen Noten können, ein bisschen Musik können. Aber wenn ihr interessante Musikstücke in euer Spiel mit einbauen wollt, könnt ihr das auf diese Art und Weise machen. Als letztes von den 4 Auswahlmöglichkeiten hier gibt es noch das Malen. Das ist auch ganz wichtig. Und zwar könnt ihr, wenn ihr Bewegungen ausführt, das entweder einfach unsichtbar machen oder ihr könnt hier, wenn ihr den Stift runtersetzt, das auch aufzeichnen lassen, welche Bewegung ihr gemacht habt. Wenn ich jetzt hier sage, Bewegung, gehe 10er-Schritt irgendwo hin, ich mache den mal ein bisschen größer, dann sollte er das jetzt aufzeichnen. Mal gucken. Naja, macht halt genau das, was wir ihm sagen. Und er ist jetzt da oben in der Ecke, deswegen können wir es kaum noch sehen.
Deswegen, bevor ich ihn diesen Schritt machen lasse, setze ich ihn einmal wieder in die Mitte, sodass wir den Schritt auch sehen können. Und jetzt sehe ich, dass er hier etwas gezeichnet hat. Das ist jetzt nicht besonders schön. Es ging ja nur darum, euch zu verdeutlichen, dass ich ihn hier auch Schritte machen lassen kann. Ich kann das ja ein bisschen schöner machen. Kleinen Moment, dann mache ich den Rest mal wieder weg. So, ich habe das jetzt hier mal neu zusammengestellt, damit er eine sinnvolle Zeichnung macht. Also wenn die Fahne geklickt wurde, soll er sich zeigen, soll er den Stift runtersetzen, zu 0,0 gehen, sich um 15 Grad drehen, einfach so, und seine Malspuren wegwischen, die er bis dahin gemacht hat. Weil wenn ich hier schon sage, Stift runter und er bewegt sich auf 0,0, dann habe ich da auch schon eine Linie, kann ich euch gleich zeigen. Damit ihr seht, wann er anfängt, soll er kurz eine Sekunde warten und dann soll er 100 Schritte gehen. Also schauen wir mal. Genau das tut er. Ihr könnt damit gerne ein bisschen rumspielen. Ich denke, die vier Auswahlmöglichkeiten hier sind ein bisschen klar geworden. Um hier was über Steuerung und Fühlen, also Sensoren zu erklären, dazu fange ich ein neues Video an, denn das sind wichtige Grundstrukturen beim Programmieren, die ihr braucht und da muss ich etwas länger zu erklären. Aber probiert erstmal hier die vier aus. Ich denke, damit könnt ihr schon ein bisschen was hier auf dem Bildschirm zaubern. Viel Spaß dabei!